Okay, im Stand 1,8 Liter oder sowas. Oh, ja, mach ruhig den Motor aus, dann kommt das schneller voran. Sinnvolle Idee. Ich will aber nicht schlafen, ich bin noch losgefahren. Der darf der ist ja, scheint ja. Hatten wir nicht beim letzten Mal auch nicht nur Standardschwachs? Ich glaube ja, ich glaube es ist auch kein wirklicher Standardschwachs. Klicken wir darauf, damit das nicht bei jedem Scrollen wieder runterscrollt. Ich glaube, diese Randstreifen da über dem Rad ist, glaube ich, nicht normal. Also nicht Standard. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, wir hätten. Oh, wir wollten rechts abbiegen. Dürfen wir sogar ein bisschen ausholen. Pro 100 Kilometer kann man mal machen. Da brauchen wir aber echt ein paar Benzinkanister hier auf der Rückbank. Oder die Waldfee. Getränke gut, Getränke waren das, ich dachte. Na gut. Warum auch immer ich gerade Getränke gut im Kopf hatte. Container Cargo. Okay. Ah, okay, ich weiß welcher das ist. Das war, glaube ich, der, wo ich nicht reingefahren bin mit dem Tandem, weil ich mich nicht drehen konnte. Das ist die Strecke, wo es so einige Dings da gab. Moment, wer ist das? Baustellen? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe echt das Gefühl, dass ich viel zu leise bin oder die Desktop-Audio viel zu laut ist durch die Songs. Wieder da. Oh ja, ja, ja. Immer diese Katzen. Da oben ist ein Format. War ähnlich gerade. Ich habe schon mal vergessen, wo ich gewesen bin. Wahrscheinlicherweise.
Vielleicht war es auch noch welche Schalter mit den Baustellen. Auf Wall war, glaube ich, nur eine. Schöner Bus. Hätte ich mal ein Foto von machen sollen. Ist wohl doch noch ein bisschen Neues dazugekommen. Auch an Bussen. Nach. Das sieht, ja, das gefällt mir. Die Frage ist, nah oder fern? Ich würde sagen, fern. Schuldig Verhältnisse, würde ich sagen. Diese ganzen Mautstellen habe ich auch schon wieder fast vergessen. Haben wir eigentlich hier so ein Ding drin? So ein Autopass-Ding? Nicht, oder? Ich sehe zumindest keinen. Okay. Bei ATS ist ja mittlerweile sogar drin, dass man da hier so ein ach, ich weiß nicht die Nummer. Lesen ja anders, so ein Sonderdings hat. Also hat man ja hier in der Scheibe sowas kleben. Finde ich ganz schön gemacht, also vielleicht hängst du irgendwo in der Scheibe. Klebst ihn unten, wo man es nicht sieht. Aber wahrscheinlich nicht. Tun wir mal einfach so, als ob es da ist. Oder beziehungsweise halten beim nächsten Mal an und fahren dann nicht durch. Gezahlt wurde ja, aber wir wollen ja das möglichst realistisch darstellen. Eigentlich echt immer wieder schön hier rüber zu fahren. Auch wenn es gerade wieder ordentlich windig ist. Eine von den wenigen Tunneln in Norwegen, in dem man schneller als 60 fahren darf. Und deswegen fuhr ich aus Respekt auch gerade 60. Ah, jetzt nicht 60. Ach, wieder zu früh. Okay. Das war ein bisschen unglücklich. Oi, 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 oi.
Oh, die 37.000 sind für den Dach aber auch nicht was, ne? Also. Er hat da ordentlich zu kämpfen. Sind wir hier schon mal lang gefahren? Ich kann mich an diesen Schrecken aber schon echt nicht mehr erinnern. Aber wahrscheinlich war es nachts, wo wir lang gefahren sind. Aber ich glaube, wir sind immer nur noch Markus gefahren, oder? Kann das sein? Ja, eigentlich nicht, ne? Eigentlich sind wir schon öfter mal hier lang gefahren. Oder? Nein, nicht. Ja, doch. Die Felsen sind einfach schön. Schön anzusehen. Kann man immer wieder genießen. Alles klar. Okay, wir haben keine Retarder drin. Gut zu wissen. Dann bringen wir uns doch nochmal lieber als ich jetzt selber, bevor da wieder die nächsten Cops um die Ecke kommen. Und jetzt kommt die Baustelle. Nachher Rechtskurve, nehme ich recht im Sinne. Ja. Und die ist jedes Mal rot, damit man auch ja immer anhält. Und nicht zu schnell vorbeifährt. Ich frage mich, ob dieses weiße Licht über der Ampelanlage oder der Sensor unter der Ampelanlage, ob der irgendwas bezweckt. Also. Jetzt in Game. Und auch in echt. Also, wenn ja schon eher was. Das untere könnte sowohl ein Sensor sein, ob da jemand steht. Aber auch eine Art LED-Anzeige sein. Und das weiße Licht, dass man die Ampelanlage besser erkennt. Nee. Das sehen wir, wenn das Licht an ist, dass die an ist. Aber das sieht man ja sowieso. Fickt euch ins Knie. Also soll ich 5 Kilometer vorher schon anfangen zu bremsen, damit ich die Strafe bekomme? Dreckskops. Kaum gehe ich in den Eisen, komme ich gar nicht voran. Also jede Geschwindigkeitsveränderung, die langsamer ist als die davor, vor allem nur für diese Kurve da 50, die ist dann wieder richtig unangenehm.
Aber ein Tunnel, aus dem wir erstmal nicht rauskommen. Aber gar nicht mit Licht. Und weil er kein Dutade hier drin hat. Ja, Katze. Fahren wir lieber 49 Tempomat. Soll ich ernsthaft wieder aufstehen? Man muss 100 Kilometer warten, tut mir leid. Muss ich noch ein wenig gedulden, aber das kannst du gut. Dezent anstrengend, ne? Immer wieder mit 30 rumzugurken. Auf alle Fälle eine gute Idee, das mit dem DAF zu machen. 37 Tonnen. Gar nicht irgendwelche gemoddeten Trucks vorher gehabt. Auch bei den schnellen Aufträgen. Ich kann mich bei besten Wellen nicht mehr dran erinnern. Obwohl doch, klar. Es gab ja Paint Job hier, so Perleffekt bei dem einen Scania. War das ein R oder war das einer von den neuen Generationen? Ich weiß schon nicht mehr, welcher das war, aber das S. Ich glaube vom Scania S730 war das, glaube ich. Der hatte so einen schönen silbernen Paintjob und Perleffekt blau. Also muss es ja gemoddete Fahrzeuge geben. Ne, wir fahren auch gar nicht da, wo ich dachte, dass wir hinfahren. Da, wo ich dachte, dass wir hinfahren, das wäre jetzt auf der rechten Seite. Ist ja rechts, glaube ich, gewesen. Rechts und dann wieder rechts wäre es gewesen. Da fahren wir doch wohl, wenn wir noch nicht gewesen sind. Das ist ja schön. Da finden wir nochmal was Neues hier in Armut. Und muss man noch außerhalb von Armut ist. Ist aber eine schöne Stadt, finde ich. Also, was man jetzt so von außerhalb hier gerade sieht. Wieder Vögel beobachten.
Ich kann jetzt aber schon mal wieder Warnblinkanlage anmachen. Es geht wieder bergauf. Zu überholen. Ja. Findet sogar die Katze. Mit den weißen Gipfeln. Ich finde es schön gemacht. Lässt sich schön fahren, Atmosphäre passt. Ein bisschen doll, aber gut. Besser man steht, als man steht nicht. Auch wenn der Armut mich langsam echt zu verzweifeln bringt, man den schönen Bergsee. Mit den vielen Steigungen hier mit dem DAF. Ah, wir haben es fast geschafft. Ah, das glaube ich, der Container-Cargo-Dings da, glaube ich, doch ein angenehmer. So ein großer Platz und nicht so ein kleiner, kleines Terminal-Ding, sondern eher so ein großes Lager. Ist warm, ne? Schön gemütlich. Fahren wir 30, fahren wir nicht. Kinder sehen wir nicht, aber wir fahren trotzdem langsam. Wow. Was ein Ausblick. Da werden wir ja mal wirklich nach Arbeit. Oh, wir wollen das rechts und nicht links. Ich wollte noch weiter im Kreisverkehr fahren. Okay, ist doch ein engerer als ich dachte. Dann ist doch ein kleinerer. Oder wir werden es gleich sehen.
Ja. Keine Chance, dass ich da reinkomme. Dafür müsste man wahrscheinlich den hinteren Trailer anpoppeln. Ja. Was denn? Enthusiast. Da wollen wir nochmal speichern, sich jetzt selber. Nein, nicht schnell speichern, sondern unbekannter Speicher.